So, nice! Bitte. Alter, das Straßentool ist hier doch Wahnsinn! Herbert, hast du eigentlich jetzt schon die Samen gefunden, die wir brauchen? Nee, ne? Nee. Okay. Also, ich werde jetzt die halben Samen suchen gehen, weil Jonas nicht da ist. Aber ich habe mir die Champignon-Samen, die können wir jetzt nur per Zufall irgendwo finden. Okay, gut. Ich meine, sonst kannst du ja im Internet mal gucken, wo die vor allem sind. Aber ich meine... Ich schätze mal in irgendeinem Sumpfland. Okay. Ich meine, so krass Biome gibt es jetzt ja nur auch nicht. Biom. Ja. Das Jonas war übrigens eine gute Idee, den Sand vom Unterwasser zu nehmen. Muss ich ja mal sagen, ne? Weil dann ist das nicht so hässlich am Strand. So. Ich hatte hier doch irgendwo auch ein Rot-Bete-Dings gefunden. Kannst du das Rot-Bete? Alter, wie. Ist gerade. Ich würde ja gerne mal die GUI ausschalten. Geht das? Geht das hier irgendwo? GUI. Show Interact Cursor? Ist es das? Nee, ne? Nee. Hier hat aber jemand ganz schön dicht gepflanzt. Bloomfog. Aber ich habe hier gerade so ein Wunder vor so einem traumhaften Sonnenuntergang. Oh, ist schön. Mit dem Karren. Das ist ein richtig romantisches Bild hier gerade. Und unten diese Anzeige. Jonas startet im Pitch Project. Ist dein Match-Tipp. Ja. Richtig schön gecrashed. Tut mir leid, ich bin gerade im... Also ich weiß auch nicht, wo die Straße hin soll, aber ich brauche sie einfach mal. Also Jona, wenn du Langeweile hast, dann kannst du gerne eine Straße zum Wasser bauen. Oder irgendwie Richtung unten sozusagen. Das kann dir auf jeden Fall nicht schaden. Richtung Drüntnünder. Drüntnünder? Ja, yes. Da werde ich schon mal, die das alles in die Wege leiten. In ja. Die Wäge. Es ist genug für das Problem ist bloß, dass Herberts Zelt im Weg steht. Aber kann ich das wegreißen? Kann ich das wegreißen? an sich ja schon. Kannst du gerne woanders hinstellen. Ist das Kunst oder kann das weg? Nee. Also ich nehme mal dein kleines Lager und das hau ich mal einfach... Es ist so schön, hier einfach gerade ganz entspannt ein bisschen Sand zu schippen. Es war so repetitiv, aber es ist einfach schön. Ich kann dein Lager nicht wegreißen, das musst du selber machen, Herbert. Oh, guess who's back? Oh. Stimmt, wie sieht's ey, aus? Was soll das denn heißen? Nichts. Ich war gerade so in Laune. Forest. Lauf. Da hinten muss ich hin, sehr schön, da geh ich hin. Die Foresten. Richtung da. Sehen jetzt eigentlich der Meeresspiegel, wenn ich hier jetzt gerade der Wheelbarrow. Ich meine, weiß ich gar nicht. Handkorn. Wahrscheinlich nicht. Eine Frage. Ja, Straße, wissen, ne? 2 breit oder 3 breit? Ich glaube, ich hätte jetzt fast 3 gesagt, weil mit dem Karren hast du selbst so, gemerkt. Achso, mach mal, das sind 2 jetzt hier? Habe ich was verpasst eigentlich? 3 ist okay, ich würde sagen 3. Also es kamen fliegende Einhörner und sie haben uns das den Sinn des Lebens gezeigt zu rufen, also tut mir sonst echt leid. Sonst nichts. Nein, was hast du gefragt, Herbert? Mit 3 breit, glaube ich. Weil ich mir gerade angucke, wie breit ein so ein Block ist. Das... Hä, warum baut ihr hier diesen Mason-Pitch? Mason-Pitch, was? Achso, daraus macht man... ich weiß gar nicht vor. Also daraus machen wir später die Steinziegel, damit wir den Boden daraus tapezieren können. Ah. Genau, und also der Boden ist gerade mal zweitrangig, aber man kann daraus auch Essen in der weiter da können wir auch jetzt machen. Rennen. Wir können dann auch eine Steinrampe, also man kann auch eine Steinstraße bauen, ne? Aber ich glaube, das ist erstmal zu aufwendig. Ja. Auch zu teuer. Arsch. Also da brauchen wir viel Sand und viel Stein Der Ofen braucht einfach 30 Minuten. 30 Minuten? Ja. Das ist auch noch was, das können wir vielleicht mal jetzt absprechen, wo wir alle da sind. Wo wir uns mal einigen müssen. Und zwar, wenn wir jetzt nicht auf dem Server sind, läuft die Zeit ja weiter. Das ist ja kein Ding. Aber in der Zeit kriegen wir logischerweise auch jeden Tag Skillpunkte. Ist das zu heavy? Also ist das zu krass? Nein. Also nach einem Tag haben wir dann sozusagen voll geskillt oder was? Ja, es ist halt die Frage. Also wenn ich wenn ich einfach herumstehe, wird dann auch Essen abgezogen? Ich glaube nicht. Ne, du bist ja nicht auf dem Server, aber... Nein, ich meine, wenn du rumstehst, glaube ich nicht, weil du kriegst ja Kalorien gezogen, wenn du Tätigkeit machst. Ich glaube, wenn du rumstehst, wird das nichts. Achso, deswegen gerade. Okay, dann lass ich den Server einfach laufen. Ich meine, also, ich habe das ja in unsere Gruppe geschrieben, dass Gronkh am Ende 50.000 Skillpunkte hat. Ich glaube, das ist einfach auch dann irgendwann kein Problem mehr. Und, Hier kann ich irgendwelche Skillbücher mal kriegen, oder wo sind die? Ja, eins ist schon da. Das liegt in der Truhe links. Und wie gesagt, wenn du, wenn es in der Truhe ist, einfach Rechtsklick drauf machen, dann kriegst du direkt dieses komische Table-Blatt da. Okay, cool, dann nehme ich das jetzt. Und ich bin. Ich damit.
Und wir, Herbert sucht gerade nach den Champignonsamen, damit wir das Pharmabuch machen können. Und ich bin jetzt gerade dabei, ein bisschen Sand zu scheffeln, damit wir damit ein anderes Skillbücher noch machen können. Aber ich vermisse gerade den Karren. Ja, ich bin gleich fertig. Ich bin jetzt, laufe ich gerade ein bisschen rauf und runter. Denn im Straßenbau ist das Ding echt wichtig. Ja, du hast ja so recht. Ich habe jetzt erstmal 40 Sand gesammelt, das ist, glaube ich, erstmal in Ordnung. Krass, okay, ich werde jetzt, das ist ziemlich clever von mir gerade. Ich habe jetzt in die Heidelbeeren-Sachen geskillt, das heißt, wenn ich jetzt Heidelbeeren abbaue, kriege ich mehr raus. Und das nächste ist, also ich noch ein Skillbuch, dann kann ich das in den Charmeyworks auch machen. Geil, auch mehr raus. Sehr geil. Du bist so clever, Herbert, wirklich. Ich bin ein cleverer Hund. Ich bin clever. Schon alle hier? Ja. Ich will eine Schlucht, ich will keine Schlucht, ich will da rüber gehen. Ja, aber hast du eigentlich schon genug Hasenkadaver? Nee. Weil hier ist einer am Strand. Hier ist einer am Strand. Aber ich habe keinen Pfeil und Bogen, das ist das Problem. Nee, ich weiß. Wo bist du? Genau, hier unten, siehst du ja. Okay, ja, sehr schön. Fett Olbus direkt hier. Sehr, sehr schön. Ich suche ab und zu nämlich Hasen, die sind nämlich auch recht selten, mehr oder weniger. Du hast gerade voll das geile Bild, wie der Meteorit so rechts unter dem Mond aufgeht. Das ist gerade ein schönes Bild. Ist doch ein Wolf und keine Hase. Naja, wer weiß, ob er noch da ist, aber genau da, wo du bist, ist er gerade. Ja, war ein Hase, alles gut. Sehr schön. Ich hab 30 Claim Papers, ich könnte mir jetzt einfach unser ganzes Tausend in den Nagel reißen. Richtige Verschwörung. Aber er sieht schon recht majestätisch aus, der. So, Jona, jetzt guck mich mal hier nach diesem Pech. Ich mach mal jetzt ganz viel Pech, okay? Ich glaube. Pech, okay. Also, Masonry Pitch ist, glaube ich. So hier Pech. Ist das Sand hier? Das weiße, das gelbe ist Sand, genau. Aber, damit also müssen wir. Ich kann auch einfach nachgucken, tut mir leid, ich bin selbstständig. Damit müssen wir. Hier, Pulp Pitch. Pech. Das ist wie, ich muss unbedingt Merton-Produktion leveln. Wenn man nachschlagen kann, wie was gecraftet wird, so eine alle paar Minuten. Wie craftet man das? Darf ich? Ja, sorry. Ich mach's immer selber. Alles gut, das war. Merton-Produktion, das muss ich unbedingt machen, Level 2. Was ist das hier? Haben wir noch irgendwie Erde? Ein Erde ist weg. Einfach verschwunden. Wo ist Merton-Produktion 2? Weil wenn wir das Ding haben. Ja, aber lass Herbert erstmal diese. Ich hab Produktion 2 schon, also wieso, was willst du denn? Lass mal diese. Was möchtest du machen? Ich kann dann aus diesen komischen. Aber es hat schon erledigt. Aus den Holzspänen kann ich dann Pech machen. Richtig geil. Weißt du, die wir so en masse haben? Wir haben übrigens keinen Stein, also null. Niente, okay. Nada. Hol dich. Herbert. Oder ja. Jona. Ja. Und da, wo Jona den Weg baut, sind ja diese Dinger hier, ne? Ich würde sagen, dass Herbert die erst abbaut und dann. Eigentlich die Frage. Jona den Weg frei zu machen. Es gibt von diesen Dingern rum, von hier gibt es echt so viele, das ist, glaube ich, echt. Ja, wir müssen jedes 46 bisschen schätzen. Pech. Wir haben also ich habe schon mehr von denen abgebaut und die bringen auch nicht so viel Essen und so, aber das ist. Trotzdem, das ist halt so. Warte mal, sind das die heißen Sprossen oder wie hießen die? Nee, das sind die nicht. was wollte ich jetzt? Ich will jetzt dieses. Aber das ist für mich. Ganz anstrengend, ey. Ja, weil die bringen auch Vitamine und die habe ich gerade nicht. Vitamine. Ich mach mal jetzt ganz viele Steinziegel, Jona, okay? Ja, ganz gerne. Gerne, haben wir irgendein Bauholz schon? Dafür brauchen wir Stein bauen. Wieder. Schnirrsen. Den Stein bin ich am holen. Sehr schön. Oh, wir sind so gut organisiert gerade. Sehr schön. Ja. Perfect. Bauholz ist krass, wäre mal Bauholz. Genau, also. Bauholz, warte, ich brauch was für das sieht so geil aus hier, wie diese drei Dinger hier brennen. Sieht aus wie bei irgendeinem Mittelalter-Ritual mit den mit diesen drei Lagerfeuern in der Kiste. Hexenverbrennung bei Dark Souls. Ja, Hexenverbrennung. Genau so. Wie bei Dark Souls. Ja, sieht echt krank aus. Und die Musik auch dazu gerade. Passt echt gut. Guck mal, wir haben so viel Essen hier im Auftrag. Oh, es ist geil. Oh, es ist schön. Schönes Gefühl. Ja. Aber so. Ich hoffe, es ist auch nachhaltig, oder? Ich muss leider bei uns hier ein Seed umnieten, also einen Baum setzen, weil der. Du Untermensch! Weil er der Straße im Weg steht. Ich tu mal die Seeds auch in die Essenskiste. Das ist so die Quintessenz von Eco, wie der Mensch seine Umwelt nachhaltig zerstört, in seinem eigenen Willen. Und brauchen wir denn überhaupt eine Straße? Das ist die Frage.
Naja, eigentlich erstmal noch nicht, aber ich finde es. Ja, siehst du. Wisst ihr, was mich mal interessieren würde, ob die Lagerfeuer schon gerade minimal für einen Anstieg der Erderwärmung, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ob die da schon einen Einfluss drauf haben? Ja, ich glaube schon. Stimmt, oder? Pollution, warte, ja. Ich guck mal. Air Pollution müsste man jetzt hier eigentlich hier sehen. Aber zeigt einem nichts an. Ground Pollution haben wir ja auch noch nichts. Player Activity, ja gut, das ist klar. Trampled Spread. Was sieht man, wo wir überall rumgelatscht sind? Das ist ja auch geil. Trampled Some. Ground Pollution, habe ich schon... Was ist Debris? Wisst ihr da was? Debris, was das heißt? Debris. Debris? Das ist ein Trümmerteil. Okay. Aber Air Pollution Debris. Ist noch nichts. Also, die Lagerfeuer scheinen jedenfalls bisher noch keinen großen Impact auf unsere Umwelt zu haben. Geil. Also, wir haben auch richtig viel Sand. Du kannst auch mal richtig mehr von dem Zeug in Auftrag geben. Also, wir haben jetzt... Das letzte Mal hatten wir gar nicht Sand, aber richtig viel Stein. Jetzt ist es genau andersrum. Ist doch schön. Ja, das Problem, dass ich, das Ruben, also Ruben ist gerade am Steine holen. Deswegen kann ich gerade noch keine Steinziegel mehr holen. Ich würde die Steinziegel jetzt auch. Also, natürlich ist es geil, wenn wir so einen Steinboden haben, aber es ist gerade erstmal egal. Weil man kann aus den Steinziegeln. Wenn ich das einige, aber richtig verstanden habe. Steinrampe Richtung Strand. Also, warte, ich guck mir das mal an, wo du jetzt hier gerade lang fährst. Auf jeden Fall sieht es schon mal schön aus, wenn hier so ein bisschen was los ist. Endlich ist dieses beschissene Zelt. Ich würde ja gerne mal ein bisschen fliegen können hier, wo man sich mal von oben angucken kann. Warte, ich guck mal kurz auf der Karte. Boah, die Musik ist so schön. Ja, aber die Dinger, diese Knorpel brauchen auch. Kräuter brauchen. Die bringen ja hier Vitamine. Ja. Ja, deswegen hätte ich die gerne, weil ich glaube, ich keine Vitamine habe. So glaube ich. Jona, weißt du was? Ja, durch Tomatenvitamine. Jona, weißt du was echt sinnvoll wäre? Auch nicht so aufwendig, ist es halt einfach nur sehr lang, aber das ist nicht so von Steigung geprägt. Wenn du die Straße, die du jetzt gemacht hast, einfach immer weiter geradeaus durchziehst, bist du irgendwann, also das musst du jetzt ja nicht jetzt auf einmal machen, aber dass man einfach sozusagen sowieso eine Hauptstraße hat und dann kann man von da aus dann links und rechts zur Abspaltung machen, wenn man das möchte. Und dann könnte man theoretisch, ich denke jetzt mal sehr weit, an dieser Straße auch später unsere Häuser bauen und so weiter. Weil wenn du mit der Straße jetzt einfach immer hier weiter geradeaus läufst, dann kommst da die Schlucht, egal, dann baut man halt drüber. Und dann kommt hier aber relativ oft flaches Gelände. Und irgendwann kommt hinten auch dann der Strand. Und damit hätte man wie so eine Hauptader. Das ist zwar relativ lang, aber... Ist Jonah überhaupt da? Aber ich kann da... Ich natürlich jetzt ganz schön bitter. Ich war gemutet. Ich sprich gar nicht dazwischen, da hab ich mir so gedacht, da kann ich da sein. ich hab dich aber gehört, alles. Okay. Einmal gerade durchziehen und soll dann hier im Lager eine Kurve machen oder soll sie auch in die andere Richtung gerade durchgehen? Diese Richtung hier ist erstmal egal. Also du würdest erstmal ins Schneegebiet rein. Ja, also das geht dann ja so halb durch nur. Ich kann dir aber dann ja auch helfen, das ist ja wirklich ein bisschen stupide Arbeit. Aber das ist, glaube ich, relativ sinnvoll. Weil wenn du jetzt da so 80 Kurven machst, verbrauchst du erstens mehr Material und zweitens ist das auch viel anstrengender, weil du dann ständig irgendwie um die Ecke und einfach geradeaus durchziehen und dann kann man immer noch so ein bisschen reißbrettmäßig. Ich glaube, wir haben jetzt Steine, du kannst schon mal die ersten Steinziegel in Auftrag geben. Okay. Ich will auch nur mal ganz kurz ansagen, es ist jetzt 21.22 Uhr, würde so langsam aufhören. Vielleicht so in 5, 6 Minuten, dann hätten wir auch 1 Stunde 40. Das ist dann sehr angenehm zum Schneiden. So schön es auch gerade ist. Wie gesagt, ich habe morgen erst einen Block Auswahl. Ich könnte... ja, nee, ich leider nicht. Ich muss um 9 in der Schule sein. Um 9? Ich muss meinen Karren. Ich war jetzt gerade richtig verwirrt, weil Konrad seinen Karren da rumstellt. Ich dachte, das wäre mein Karren. Oh, ich mache jetzt richtig viele Steinziegel. Geil. Könntest du deinen Karren bitte nicht so einfach auf der offenen Straße parken, sondern etwas... Wir brauchen doch so einen Parkplatz. Neben dem Haus ist so ein Standstreifen. Guck mal, hier kannst du gerne draufstellen. Ist das geil. Warte mal, gerne. Kann man die so ein bisschen wie so eine Schubkarre an so eine Schuppenwand stellen? Warte mal. Du kannst ihn doch einfach, guck mal, hier so länglich einfach hinstellen. Ja, du hast ja auch einen. Ich will das hier so, warte mal. Das ist wie so eine Parktasche ist hier. So, rennt man dann dagegen? Guck mal. So. Ich glaube nicht. Du kannst ja mal loslassen Ach, komm, und dann... Ach, das ist doch okay, oder? So lustig. Dann stehen die da wie kann man das denn vergleichen? So, wenn alle in einer Reihe, wenn du einen brauchst, nimmst du einen mit. Ja. Aber wir könnten das auch vorm Lager machen. Vorm Lager ist es noch ein bisschen Ja, natürlich. Das ist jetzt gerade hier. Warte, ja, hast recht. Bisschen sinnfrei. Ich habe einen Thunfisch mit einem
mit meinem Bogen erschossen. Oh, stark, Herbert. Das ist auf jeden Fall schon die hohe Kunst. Ich dachte, das wäre ein Otter, aber es war einfach ein Thunfisch. Thunfisch ist auch schön. Ihr haut ja den Stein weg, als ihr es sonst... Was ist das denn hier auf einmal? Auf dein Karrenschläge. Ich mach davon mal ein Foto, schickt das euch mal. Oder jemand kommt mal zu mir und sagt mir, ob er das auch sieht. Jona, kannst du... Ah, nee, jetzt, ich hab mich durchgeschlängelt. Also, ich kann das Stück hier nicht claimen. Weil ich grab das mal einmal weg. Aber willst du denn auch claimen? Achso, die Erde. Ich glaube, ich hab gerade eine Spiegelwelt entdeckt. War das schon was geschickt? Wo schickst du das rum? Hier, aufs WhatsApp, oder? Ja. Gut. Noch nichts da. Wartet. Ist das so eine unendliche Erdquelle? Ich kann da reinschaufeln, was ich will, und da kommt. Ich baue da nichts ab. Ich baue da Erde ab, kann dir ins Lager kippen, aber es passiert nichts. Das lässt sich weg. Ja, wir haben einen Bug. So, die Welt verbuggt. Ganz toll, Leute. Zeig mal. Unendlich ja, Erde, Leute. Irgendwas bugartiges. Welt, was? Schaut mal auf eure Handys. Ja, warte. Mein Handy ist gerade. Unten. Ich habe mein Handy gerade nicht bei mir. Oh ja, das ist nicht schlecht, Ruben. Könnt ihr es mir beschreiben? So fliegende Häuser wären ganz. Das ist immer eine Idee, würde ich sagen. Das klingt auf jeden Fall toll. Da fliegt halt ein Haus in der Luft. Das klingt sehr toll. Ja, das ist irgendein Grafikbug, ne? Denke ich mal. Herbert, ich habe gerade gehört, dass dein Management morgen Geburtstag feiert. Ja. Ich habe gehört, dass wir eingeladen sind. Also ihr wahrscheinlich dann auch. Also, ich bin auf jeden Fall eingeladen. Okay, gut. Nee, und Herbert, ich wollte nochmal sagen, dann können wir morgen nochmal wegen Olga besprechen. Ja, das war der Plan. So. Olga, warum? Na, weil wir in Urlaub fahren, wir wollen, dass Jona auf ab zum Beispiel dann geht. Also Olga ist eine Katze. die Oma! die Oma füttern geht, wenn wir im Urlaub sind. Und ab und zu mal rauslassen. Voll schön. Herrlich. Wo ist eigentlich mein Zelt hin, wenn ich fragen darf? Alles wird abgebaut. Mona, wenn ich eine Bitte machen kann. Das ist jetzt gerade ein bisschen anders. Was denn? Kannst was denn du mal diese Hallo? Erdabstände da wegmachen? Welche Erdabstände? Also die so hässlich rausragen manchmal. Aber, wo denn? Ja. Warte. Zeige mir mal. Gott! Wieso soll ich die wegmachen? Naja, weil du eh gerade Erde wegmachst. So hier, da wo ich gerade. Nein, aber ich baue ja gerade eine Straße, Rufen. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, aber du brauchst doch Erde. Nee, Erde bekomme ich schon genug von der ich hier die Schräge bauen muss. Ach so, ja gut. Ich habe jetzt hier kein Erdproblem. Aber ich muss hier schon den dritten Setzling wegmieten, weil der in meinem Weg ist. Alter. War eine richtig schöne deutsche Autobahn, weil es so einfach alles weg in den Weg stellt. Jawohl. Ich habe die Hasen zusammen. Ich glaube, die machen dies auch. Stark, Herbert. Ich bin zu hungrig zum Arbeiten, Leute. So, ich hau mir noch ein bisschen was zu essen rein hier. Und irgendwann können wir dann auch die Mittelstraße dann zur Schleinstraße. Jawohl, zwei Wapitis, drei Hasen und ein Bison. Oh, gleich habe ich zur Tour geschafft. Weil ich denke mal noch ein Stück Fleisch rein. Noch keine Spitze. Ich habe gerade einen Rübensamen gegessen oder so. Du kriegst direkt Durchfall. So instant. Das ist richtig. Kann man Teig essen? Die aus der Fontäne. Dieses Zeltchen, ne, das stört, ich baue das mal ab. Wie viele Heilebeeren brauchst du gerade? Drei. Hier bleibt nichts für mich übrig. Herbert, ich flehe dich an. Kannst du mir bitte von diesen Rüben was geben? Vergiss es. Erstens gerade nicht in Reichweite und zweitens klar, warum nicht. Vergiss es. Also es ist gleich in 30 Sekunden ein Mais fertig. Wie bitte? Was hast du gerade gesagt, Konrad? Ja. Was sind wir denn dafür? Das ist gleich erst Mais fertig. Und ja. Und jetzt nimmst du den hier einfach so. Nein. Aber ich wundere mich gerade, wieso das Essen aus dem zweiten Lager fällt. In welchem Biom wachsen denn Pilze? Ich würde sagen, im Forest, oder nicht? Guck nach. Ich finde Champignons nicht als solches. Werden die anders geschrieben hier? Mushrooms oder so, keine Ahnung. Where can you be collected?
Vor allem in Data. Ist irgendwie Beats Amanita. Beats Birch. Fungi? Bullrush. Fungi macht Sinn. Fungi? Pizza Fungi. Fungi gibt's nicht. Dan, Phil, Fireweed. Mushroom. Guck mal bei Mushroom. Guck mal bei Mushroom. Ah, scheiße, Mushroom gibt's hier auch nicht. Jola, stehst du gerade hier? Nee, ist Ruben. Gut, alles gut. Ich bin gerade. Es gibt nämlich bei dem dritten Lagerfeuer ist irgendein Fleisch verbuggt, da passiert nichts mit. Da steht, dass es fertig ist und dass man es rausnehmen kann, aber wenn man es rausnimmt. Also einfach so ein Strich, kein Ruben, man kann ja auch mal gucken. Dann geh mal auf Collect. Ja, ich kann es nur canceln, aber es wäre affig. Das ist, glaube ich, das mit den. Das mit dem Riesenvieh, was wir vorhin hier durchgejagt haben. also ich meine hier dieses Bison. So, ich würde jetzt, glaube ich, langsam mal das Ende der Aufnahme unserer Runde hier einleiten. Boah, ich würde so gerne die Straße. Ja, ne, es ist. Also, Jona, ich will dich jetzt auch nicht aufhalten, wenn du jetzt hier willst, die Straße bauen willst, kannst du dir gerne weiterbauen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht spielentscheidend. Ja. Eigentlich können wir auch, brauchen wir die anderen ja nicht, um weiterzuarbeiten. Ja, also ich glaube, das habe ich sowieso überlegt. Dass der Server sowieso weiterläuft, alleine ist es egal. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Das habe ich auch jetzt sowieso überlegt, wenn der Server läuft, solange wir jetzt hier nicht total auseinanderdriften und Herbert schon wieder 80 Level weiter ist und schon wieder irgendwelche Endbosse besiegt hat, die es gar nicht gibt, ist es, glaube ich, auch wirklich okay, wenn wir einzeln mal ein bisschen spielen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir das hauptsächlich in der Runde hinkriegen. Wo ist das ganze Essen? Ich bin ja am Verhungern. Leute, ich bin auf der Suche nach Leuten. Ich bin gerade aber nicht da. Das muss da irgendwo. Ich kann dir was geben, oder? Da ist nichts in der Kiste, ey. Ich bin ja am Verhungern. Ich muss irgendwo Fleisch und irgendwo gebratene Sachen. Jetzt ist was drin. Hast du den Mais schon genommen? Der hat Ruben wahrscheinlich, ne? Nee, hab ich noch nicht. Nee, ich hab mir Tomaten genommen. Also, ich hab ihn auch nicht genommen. Also, glaube ich. Wer hat den Criminy Mushroom? Es gibt einen Criminy Mushroom. Ja, den brauchen wir leider nicht. Naja, ich weiß nicht, ob es der ist, aber es heißt zumindest Mushroom. Ich gehe jetzt suchen. Die kann man essen, aber da kommt nichts bei raus. So. Das sieht halt eher ein abruptes Ende. Voll was zu fressen, Alter. Ich bin am Verhungern. Ja, hier. Einfach mal ein bisschen warten hier. Also Tomaten in 45 Sekunden. Da kommt jetzt einiges. Ja, wenn ich warte, komme ich wieder. Das ist alles wieder weg. Nee, also ich werde mich jetzt verabschieden mit dieser komischen Mucke hier gerade. Indem ich mich auf diesen Vorsprung stelle. Ich meine, ihr könnt ja noch ein bisschen weiterspielen, aber ich höre jetzt auf. Ich habe einen riesen Kohlespot gefunden. Das ist traumhaft. Ja, ich sag jetzt mal für die Aufnahme Tschüssikowski, wir haben heute einiges geschafft und ich glaube, wenn ich mir so den Stand der Dinge angucke. Ich hab Pilze gefunden, ich bin ein Gott. Sehr gut, Herbert ist ein Gott. Dann würde ich sagen, dass wir, glaube ich, auch, dass wir nicht nochmal von vorne anfangen müssen, denn ich bin gerade tatsächlich sehr guter Dinge. Was die Skillpunkte betrifft, habe ich auch mal ein bisschen Puffer. Und wenn wir das nächste Mal spielen, haben wir wahrscheinlich alle 1000 Skillpunkte oder so. Ich sehe schon kommen. Na gut. Also ich weiß nicht, was ich morgen. Ja, morgen. Also ich bin morgen Mittag da. Morgen Abend. Ab 2:30. Ja, morgen Abend sind wir bei dir, Herbert, oder nicht? Ja. Denke ich mal. Befürchte ich. Ruben, seid ihr auch da? Ne, ich glaube, Rubens Mutter ist nicht eingeladen. Das hat halt nichts mit dir. Das hat nichts, weil meine Mutter und Rubens Mutter nicht so dicke sind. Ja. Also. Herbert, egal was du sagst, es wird nicht besser. Ja, das ist ist Fakt. Okay, jetzt aber. Ich sag jetzt mal für die Folge, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und dann geht's hier fröhlich weiter. Hat Jona wahrscheinlich schon die Straße fertig. Wir werden es sehen. Bis dahin. Also, dann gibt's schon mal eine. Haut rein. Tschüss, Kowski. Ciao, tschüss. Ciao. Dann gibt's schon eine So, jetzt ist die Musik zu Ende. Genau. Jetzt ist die Folge zu Ende. Tschüss.